Oops. Oh, oh, oh. Nein! Verdammt! Du hast einen Herausforderer, Kano. Oh. Dieses Mal wird dich der Schönling nicht retten. Das stimmt, aber der Schönling wird auch nicht benötigt. Ich hau dir auch so eine da hinein. Wo auch immer es nötig ist, dass es wehtut. Du kleiner Mistkerl. Hast du uns missbraucht? Autsch. Du Blödmann. So. Mal abreagiert. Round 2. Fight! Na, nein, 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 nein. Hey. Nein, aua. Autsch. Kano wins. Oh. Round 3. Fight. Na schön. Geschichte. Du kommst mit mir. Kano ist nicht dein Gefangener. Hilf wenigstens Jax, er braucht einen Sunny. Bastard. Da ist sie. Sonja, bist du okay? Du hast ihn gefunden. Geht's, Sarge? Er ist May. Hey, was machst du da? Es ist okay, er ist cool. Was zum? Jax! Ernsthaft, er ist cool. Das ist unglaublich. Sagte ich doch, er ist nämlich ein Gott. Danke, Raiden. Dankbarkeit ist überflüssig. Ich habe Ereignisse vorhergesehen, wie Erinnerungen an meine Zukunft. Sie lassen mich glauben, dass ihr alle mit dem Schicksal Erdenreichs in Verbindung steht. Was hast du vorausgesehen? In meinen Visionen wird Shao Kahn unbesiegbar. Er vernichtet alles Leben im Erdenreich. Wir werden alle sterben. Ich glaube, diese Visionen können helfen, Shao Kahn zu besiegen. Aber es kann ernste Folgen haben, den Fluss der Zeit zu stören. Ich mache mir keine Sorgen, du könntest dieses Ding problemlos gewinnen. Ich kann nur teilnehmen, wenn ich direkt herausgefordert werde. Was sollen wir machen, außer nur rumstehen und hübsch aussehen? Fürs Erste muss das Turnier weitergehen. Also gut, wir sind auf deiner Seite, Raiden. Na, das ist doch schon mal was. Ein weiteres Puzzleteil in der großen Erdenallianz. Oder so. Visionen. Kämpfer, der nächste Kampf wird jetzt beginnen. Scorpion, Gespenst des Unterreichs, wiederbelebt vom Zauberer Quan Chi. Wer unter euch ist dieser Herausforderung würdig? Wo ist Danny Quai? Sub-Zero, er hat meine Familie und meinen Clan getötet. Ich will seinen Kopf. Ich weiß, dass du da bist, Kung Lao. Die Shaolin-Mönche haben Liu Kang ausgewählt, um deinen Orden zu repräsentieren.
Ich bin so gut wie Liu Kang. Das werden wir sehen. Warte und lerne. Ich nehme die Herausforderung an. Kung Lao? Vergiss den Lin Kuei. Jetzt hast du es mit einem Shaolin zu tun. Du wirst deine Impulsivität bereuen. Round one. Jetzt spielen wir also Scorpion. Ein Geist des Unterreichs. Ja, der halt vom Zauberer Quan Chi erschaffen wurde. So, wie erst wieder die Bewegungen. Ah, so war das. Also vom Quan Chi erschaffen wurde. Und der eigentlich Hanzo Hasashi heißt. Seine Geschichte wird später noch viel besser beleuchtet, als ich sie jetzt erzählen kann. So, und jetzt. Und man merkt vielleicht so ein klein wenig, die deutsche Stimme von Scorpion und von Kung Lao sind wieder die gleichen. Oder dieselben in dem Fall tatsächlich. Nämlich Rolf Berg, der ja schon in vielen verschiedenen Sachen mitgesprochen hat, auch im Fernsehen. Er ist ja Schauspieler. So, jetzt ist gut, Jungchen. Scorpion wins. Du bist noch kein Krieger. Kung Lao. Kung Lao. Hör zu, wenn die Älteren sprechen. Du konntest diesen Kampf nicht gewinnen. Na, ist er nicht so ganz überzeugt von Kung Lao. Ich habe den Herausforderer besiegt, Shang Tsung. Ich verlange Sub-Zero. Du verlangst gar nichts. Nightwolf! Deine Aggression ist hier nicht angebracht. Was weißt du schon von meiner Vergangenheit? Du bist nicht der Einzige, dessen Volk geopfert wurde. Aber ich habe eine neue Bestimmung gefunden und diene den Geistern. Ich hänge nicht an der Vergangenheit. Du willst keine Vergeltung mehr. Du bist eine Schande für deine Art. Ich werde das Andenken meiner Gefallenen ehren. Round one. Fight! Ja, und hier wieder Nightwolf, gesprochen... Aua. Gesprochen von Hans Beyer. Also man merkt tatsächlich, die Rollen sind mehrfach besetzt. Das werden wir noch öfter haben. Au. Nein. Aber es ist schon, also für die, dafür, dass es die erste Synchronisation ist, die in Deutsch stattfindet, ist das schon okay. Also, objektiv betrachtet, ist das schon okay so. Ist halt nur etwas gewöhnungsbedürftig, wenn man sieht, was im Englischen so möglich ist und im Deutschen dann halt nicht... Jetzt ist aber gut. Die Geister haben dich verlassen, Schamane. Ein beeindruckender Beginn. Du verschwendest meine Zeit, Zauberer. Beherrschung, Skorpion. Du wirst noch früh genug gegen Sub-Zero kämpfen. Scorpion, ich verstehe deinen Wunsch nach Rache, aber Nightwolf hat recht. Du kannst auf andere Weise Frieden finden.
Sub-Zero verdient den Tod. Besiege Sub-Zero, wenn du musst, aber töte ihn nicht. Ich fürchte, dass sein Tod einen noch tückischeren Feind hervorbringen wird. Ich werde Rache nehmen. Verschone Sub-Zero, dann werde ich die Götterältesten bitten, die Shirai Ryu ins Reich der Sterblichen zurückzubringen. Au, Shirai Ryu. Eigentlich heißen sie Shirai Ryu. Ich meine, okay, gut, vielleicht können wir das im Deutschen. Warum kann man die Eigennamen nicht so lassen? Das verstehe ich halt leider nicht. Das ist so ein Teil, was mich so ein bisschen Schmerzen bereitet, sozusagen. Ich verstehe, dass der Plan des Großmeisters Vorteile hat. Aber dieser Plan verstößt gegen die Prinzipien der Lin Kuei. Wir sind Lin Kuei, Syrax. Wir werden den Befehlen des Großmeisters gehorchen. Dann geben wir unseren feinen Willen auf. Unsere Seelen. Wir werden zu... Skorpion. Dein minderwertiger Clan ist tot. Bald wirst du sie wiedersehen. Mein Clan wird wieder auf der Erde wandeln. Eine Herausforderung. Skorpion gegen Syrax und Sektor. Deine Besessenheit mit Sub-Zero endet hier. Okay, jetzt haben wir also zwei, gegen die wir kämpfen müssen. Als Skorpion. Au. Ey, au. Autsch. Dann treten wir halt mal ein bisschen mehr. Die sind etwas gewitzter. Ja. Jetzt hast du wohl nicht aufgepasst, was? Das kann ich den ganzen Tag machen. Nein, au, 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 au. Verdammt. Nein. So, prima. Round 2. Fight. Au. Hey. Also, oh, ich kann immer noch nicht. Ich kann immer noch keinen X-Ray machen. Dann schmeiße ich halt ein bisschen Sektor durch die Gegend. Und nochmal? Ja. Ja. Sub-Zero nicht töten. Wirst du nicht? Oder kannst du nicht? Du! Die Shirai Ryu sind tot. Du wirst leiden wie sie. Zur Hölle mit deinem Clan. Nein, zur Hölle mit dir!
Im wahrsten Sinne des Wortes. Das Unterreich. Hier wurde ich neu geboren. Hier wirst du bezahlen. Round 1. Fight! Okay, jetzt also gegen Sub-Zero. Ah. Aua. Na komm schon. Au. Okay. Nicht einfrieren. Ich hab dich trotzdem. Round 2. Fight. Ja, wie wir gehört haben, Scorpion gehört dem Clan der Shirai Ryu an. Und dieser Clan wurde vernichtet. Wie man meint, angeblich durch Sub-Zero und eben seinen Clan, die Lin Kuei. Ein Clan der Attentäter, wie auf Deutsch genannt wird. Ja, das war wohl nichts mit dem Einfrieren. Scorpion wins. So. Ich habe meine Familie und meinen Clan gerecht. Das ist deine Vergeltung. Scorpion, töte ihn. Nein, das will ich nicht. Er wurde besiegt. Hast du vergessen? Was ist das? Bilder tauchen auf. Visionen längst vergessener Tage. Wow, das ist ja für mich sogar eklig. Ich bin ja schon recht abgestumpft, was das angeht. Also Horrorfilme und so weiter machen mir nichts aus, aber trotzdem. Oh, Sub-Zero ist wach und sieht die Bilder ebenfalls. Alle werden getötet, alle. Keiner wird verschont. Dein Clan. Deine Familie. Oh. Natürlich ein sehr gutes Mittel, um Scorpions Wut anzufachen. Da kommt er auch schon. Mit einem ekelhaft langen Schwert. So wie es sich anhört. Nein. Nein. Bin ich nicht. Doch dies kam zu spät. Und Scorpion hat Sub-Zero mit seinem Feuer vernichtet. Und alles, was unserem lieben Schauspieler Johnny Cage dazu einfällt, ist eigentlich nur ein einziges Wort. So kann man das auch ausdrücken. Mit voller Pein und Wut kehrt Scorpion zurück. Verdammt.
Trotz meiner Anstrengungen Zauberer. Ist meine Vision eingetroffen. Ein unglückliches Ende. Einst verteidigte er das Erdenreich vor den Unterreichsarmeen von Shinnok und Quan Chi. Scorpion wird dafür bezahlen. Sub-Zero ist selbst an seinem Schicksal schuld. Selbst schuld? Die Lin Kuei wurden schon oft durch falsche Entscheidungen ruiniert. So wie die Cyber-Initiative. Ich gehöre zu denen, die gegen den Plan des Großmeisters sind. Aus den Lin Kuei chirurgisch praktisch Roboter machen? Das tötet unsere Intuition, unsere Instinkte. Hast du etwas gegen die Teilnahme der Lin Kuei an diesem Turnier gesagt? Wir wurden von Shang Tsung eingeladen. Er bezahlt euch dafür, Krieger des Erdenreichs zu töten. Sein eigenes Reich verraten? Ich erwarte mehr, sogar von einem Attentäter. Meine Treue gehört dem Großmeister. Cyrex, ein Sieg der Shang Tsung bedeutet das Ende des Erdenreichs und der Lin Kuei. Darüber muss er erst mal nachdenken. Aber er bleibt nicht allein. Er hat fast.